Du kannst es mal so sehen, wenn du jetzt eine Frau bist, dann ist es immer so, dass Männer quasi auch wie so ein Spiegel fungieren können, ja? Also das, was du auf Männer drauf projizierst, die Erwartungen, die Enttäuschungen, die du Verletzungen, die du hast, das spiegelt dir eigentlich nur, dass in dir eben noch Verletzungen und Erwartungen sind. Und wenn du das kapierst, dann beginnst du auch die Sachen von einem bestimmten Mann oder von mehreren Männern loszulösen und entdeckst dann, dass du das bei dir ja in Ordnung bringen kannst und kannst dadurch auch diese Verbindung zum anderen Geschlecht quasi wiederherstellen und wieder heilen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier geht es vor allem um das Thema Selbstliebe und Persönlichkeitsentwicklung. Schau gerne einfach in meine Playlists rein, da habe ich alles strukturiert und geordnet. Und was es hier auch auf diesem Account gibt, ist so ein bisschen meine Reise und mein Weg, da ich nicht nur darüber rede, sondern tatsächlich das auch lebe, was ich sage. Vor einigen Jahren habe ich immer mal wieder so eine Dating-Phase gehabt. Zum einen natürlich, weil ich ein absoluter Fan von Beziehungen bin und mir das immer gewünscht habe. Also ich weiß nicht, ob es jemals eine Zeit in meinem Leben gab, wo ich es mir nicht gewünscht habe. Ich glaube, wenn es eine Zeit gab, dann habe ich gemerkt, das war so eine aufgesetzte, so eine Art Ablehnung. Also es war eigentlich, der Wunsch war so tiefer da, aber ich habe mir so gedacht, okay, ich habe jetzt schon Angst vor gewissen Dingen, die da passieren, Verletzungen, die da passieren können. Deswegen sage ich einfach, nee, ich brauche keine Beziehung, ich kann auch ohne Beziehung leben. Und es stimmt ja auch. Nur manchmal geht man den einfacheren Weg, weil man sich dann wieder vor gewissen Situationen schützt, die dann eben passieren können. Und das ist eben dieses Vermeidungsverhalten. Aber das macht ja nichts, weil früher oder später kommt man da immer drauf, dass man vielleicht eigentlich nicht wirklich ehrlich zu sich ist und sich eigentlich das schon wünscht, aber man halt eigentlich gewisse Ängste hat. Naja, und meine Strategie, oder was heißt Strategie? Im Prinzip habe ich mir gedacht, okay, um wirklich zur Gänze auch mich von meinen Ängsten zu befreien und da diese Wertigkeit auch in dem Bereich entstehen zu lassen, muss ich ja einfach in gewisse Situationen kommen. Also muss ich jetzt in meinem Fall Kontakt einfach zu Männern haben, weil dadurch passieren dir erst Situationen, wo du dann plötzlich merkst, ich fühle mich angegriffen, ich fühle mich abgelehnt, ich fühle mich nicht gesehen. Und dann merkst du eben, was da quasi alles da ist. Und ich habe das immer gemerkt in den Dating-Phasen, die ich hatte. Ich meine, ich habe mir wirklich gewünscht, dass ich jemanden finde, jemand, der zu mir passt und jemand, den ich treffe. Und ich habe wirklich so ganz witzige Situationen gehabt. Also jetzt im Nachhinein bezeichne ich die als witzig. Während ich drin war, habe ich mir so gedacht, warum muss ich das erleben? Und das kennst du vielleicht. Und die Antwort darauf ist, weil du wahrscheinlich immer wieder auf solche Männer treffen wirst. Warum? Weil diese Männer, die vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, die dich ja, wütend machen, verletzt machen, die dich ängstlich machen, die reagieren genauso, weil es wie so ein Spiegel ist, der dir vorgehalten wird und dir wird gezeigt, hey, machst du jetzt ernsthaft deine Wertigkeit davon ab, wie toll dich ein Mann findet, wie oft er sich bei dir meldet oder ob er das jetzt vielleicht doch nicht ernst gemeint hat mit dir oder schon ernst gemeint hat, machst du jetzt ernsthaft deine Wertigkeit als Mensch, als Person, als Frau davon ab? Er meldet sich nicht. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich wusste, es liegt an mir. Ich weiß, es liegt daran oder daran. Siehst du? Und dann kommen genau diese Sachen, die dich in den Selbstzweifel bringen. Und wenn du genau an dem Punkt bist, dann kannst du entscheiden, okay, zum Beispiel jetzt auf das Dating-Beispiel bezogen, brichst du jetzt Dating ab und sagst, genau, ich habe es gewusst, es funktioniert eh nicht. Online-Dating ist sowieso der letzte und überhaupt und Männer sind und ich hasse alles und ich bleibe einfach Single. Das ist so Vermeidung, ja, weil du jetzt getroffen wurdest und denkst dir, es fühlt sich nicht gut an, das war alles eine dumme Idee oder du sagst, alles klar, dann muss ich jetzt ernsthaft lernen, wenn mich sowas so treffen kann, dass jetzt beispielsweise jemand dich nicht so toll findet, den du aber toll findest, oder jemand was zu dir gesagt hat und es da nicht macht, oder jemand dich offensichtlich einfach nicht, ja, wie eine wertvolle Person behandelt. Und das gibt es ja einfach nicht. Jeder wird Wertigkeit in dir sehen. Und deswegen ist die Sache, dass du anfangen musst, die Wertigkeit in dir zu sehen. Und das ist der beste Moment, wo du damit anfangen kannst. Warum bin ich jetzt überhaupt so verletzt, wenn du nicht anfängst, dich jetzt in so eine Opferrolle zu begeben und den anderen wieder die Schuld in die Schuhe zu schieben, aber auch nicht dir, sondern einfach dir das mal angucken und sagen,
warum bin ich denn so verletzt? Und warum ist mir das denn so wichtig? Und dann spürst du vielleicht, dass da einfach so tiefere Verletzungen, Wunden in dir sind, die vielleicht einfach mal so nach oben gespült werden müssen, damit sie so rausgespült werden. Also ich denke mir immer so, die tiefsten Emotionen, ich habe jetzt keine Theorie dazu, aber es irgendwie war das bei mir immer richtig, dass die irgendwie einfach mal so durch, die müssen mal so durchgefühlt werden. Und dann geht es dir vielleicht mal eine Zeit lang vielleicht nicht so gut, wenn du das so fühlst und das so intensiv ist. Und wenn es aber vorbei ist, dann merkst du irgendwie, dass du von deinem Minderwertigkeitslevel so einen echten Schritt gemacht hast. Und es ist dann nicht abhängig von äußeren Sachen, weil dir wurde von außen nichts dazugegeben, sondern im Gegenteil, von außen war es ja eine blöde Situation und du hast dadurch gelernt, dich davon nicht beeindrucken zu lassen und standest quasi einfach drüber. Und das ist etwas, was dir wirklich sehr viel Festigkeit im Leben gibt und etwas, worauf du immer wieder zurückkommen kannst, weil du weißt, hey Moment, auch wenn jetzt von außen das nicht so aussieht, als ob das jetzt irgendwie so toll für mich ist und das von außen gibt mir jetzt nicht so viel Bestätigung, aber ich kann mich auf mich verlassen und ich weiß, dass die Dinge, die ich auch tue, dass die einen Grund haben. Ich glaube, letztendlich hat alles immer einen Grund. Also ich habe bei den abstrusesten Geschichten, habe ich danach irgendwie gemerkt, ich glaube, das war wirklich sinnvoll, dass ich das erlebe, auch wenn ich in dem Moment mir so gedacht habe, warum? Und danach habe ich so gemerkt, wow, ich habe dadurch richtig viel gelernt. Ich habe dadurch wirklich gelernt, noch mehr zu mir zu stehen und noch mehr wirklich ich zu sein und ich zu bleiben. Und das macht dich tatsächlich wirklich selbstbewusst und mehr zu einer Persönlichkeit, die nicht mehr so schnell zu brechen ist.